Herzlich willkommen zum diesjährigen Branchentalk Banken, unserem ersten Zoom-Talk, der heute stattfindet. Mein Name ist Björn Zern, ich bin Gründungspartner von Schweizer Aktiennet und freue mich sehr, dass wir heute spannende Referenten bei uns haben und auch zahlreiche Teilnehmer, die sich für den Branchentalk angemeldet haben. Der Branchentalk Banken findet in diesem Jahr zum 8. Mal statt. Und ich möchte kurz zu Beginn noch sagen, wer Schweizer Aktiennet ist, warum wir das Ganze machen. Schweizer Aktiennet ist entstanden aus einem Blog, wo wir über Schweizer Aktien und Unternehmen regelmäßig berichten. Unser Ziel ist es, dass sich dort KMU und Investoren vernetzen. Wir führen aber auch Networking- und Informationsveranstaltungen durch, wie den Branchentalk Banken oder den Branchentalk Tourismus, veranstalten Workshops für CEOs, CFOs und Verwaltungsräte aus unserem Universum und erbringen Dienstleistungen auch für die Unternehmen in Form von Text und Foto. Unterstützt werden wir von der Berner Kantonalbank, OTCX, der Handelsplattform für außerbörslich gehandelte Aktien und Daura, der Aktienplattform für tokenisierte Vermögenswerte. Der Branchentalk Banken findet in diesem Jahr zum ersten Mal als hybrider Anlass statt. Natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir uns vorgenommen, dass wir an dem Präsenzanlass festhalten, aber dass wir gewisse Informationen und Diskussionen schon im Vorfeld des Präsenzanlasses durchführen. Daher haben wir am heutigen 15. April unseren ersten Zoom-Talk. Am 20. Mai wird der Zoom-Talk fortgesetzt und am 8. Juni dann werden wir einen Präsenzanlass in Zürich im Restaurant Metropol durchführen, wo wir Sie dann alle hoffentlich physisch treffen können, wo wir auch zusammen anstoßen können und auch networken können. Und dort haben wir eine ganz spezielle Referentin eingeladen. Es wird Frau Dr. Andrea Mechler, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, dort anwesend sein. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei unseren Partnern, die den Branchentalk schon seit Jahren unterstützen. Das sind Fontobel, Entris Banking, unsere Plattformpartner BEKB, OTCX und Daura sowie unsere Medienpartner Finnews und HWP. Jetzt freue ich mich, das Wort an Peter Hodi übergeben zu dürfen. Er ist Chefredaktor von Finnews und er wird mit unseren beiden Referenten Matthias Imbach, dem Gründer, Co-Gründer und CEO von Signum und Luc Schurmans durch die weitere Diskussion führen. Sie selber sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen schriftlich über die Q&A-Funktion im Zoom-Tool zu stellen. Und Sie können auch während des Webinars direkt mit den Referenten in Kontakt treten. Das Webinar wird aufgezeichnet und steht später auch als Video zur Verfügung. Jetzt, Peter, darf ich dich bitten, mit unseren zwei spannenden Gesprächspartnern in den Talk einzusteigen. Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite herzlichen Willkommen hier zum Branchentalk. Das Thema ist Digital Assets. Ich würde sagen, ein aktuelleres Thema im Banking gibt es derzeit kaum. Und ich freue mich sehr auf eine anregende Diskussion mit Herrn Luc Schürmanns, dem Leiter Private Banking der Bank Lind, und mit Matthias Imbach, dem Co-Gründer und CEO der ersten Schweizer Kryptobank Signum. Wir haben uns gedacht, dass wir zur Einführung in das Thema vielleicht gerade Herrn Imbach das Wort übergeben, weil er uns vielleicht anhand von Signum eine Einführung in das Thema digitale Assets geben kann. Und steigen wir doch gleich ein. Ich übergebe gleich das Wort an Herrn Imbach. Vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und freue mich auf die Diskussion. Ich wurde gebeten, eine ganz kurze, ungefähr 10 Minuten Einführung zu machen und dann sicherlich viel spannender dann aber die Diskussion mit den Kollegen. Ich freue mich drauf. Signum, wir sind nur ganz kurz. Signum ist eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Technologiegruppe mit Schweizer Banklizenz und Asset Management Lizenz in Singapur. Das heißt, wir wollen wirklich traditionelles Banking, traditionelles Finanzwesen mit, wir nennen es Future Finance, mit wie wir denken in der Zukunft, Werte
und Eigentum übertragen und gehandelt werden verbinden. Peter hat es erwähnt, im Moment digitale Assets natürlich in vieler Munde. Man sieht es, wenn man hier unten links auf der Folie schaut, wie sich gerade die Marktkapitalisierung jetzt hier nur der Cryptocurrencies, und ich gehe gleich dann ein bisschen auf die Kategorisierung ein der verschiedenen Tokenarten, wie sich die entwickelt haben. Also ich glaube, Februar 2021 waren wir bei 1 Trillion, jetzt sind wir aktuell bei 2,2 Trillionen. Das ist wirklich eine massive Entwicklung. Alles in allem, wenn man sich dann aber in Kontext stellt zu, sei es Gold oder Technologie-Stocks oder Equity und Bond, total sind wir immer noch relativ, ist immer noch eine relativ kleine Anlagenklasse, die jedoch in den letzten 12 Monaten insbesondere sich signifikant entwickelt hat. Und signifikant entwickelt dahingehend, dass es wirklich so ein bisschen ist auf der Hauptbühne angekommen, wenn man so ein bisschen drei Faktoren anschaut. Es ist eine Institutionalisierungsphase wurde eingeläutet. Man hat zum Beispiel die großen Payment Providers, sei es Mastercard, Visa, auch PayPal, die viel investiert haben in Vertriebskanäle fit zu machen, auch Cryptocurrencies anzubieten oder ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, über ihre Kanäle diese Currencies oder Assets einzusetzen. Und das war ein großer Treiber. Zweitens, dass immer mehr institutionelle Investoren aus meiner Sicht aus zwei Gründen sich diese entstehenden Anlageklasse immer mehr angenommen haben. Zum einen hat man viel mehr Infrastruktur, die jetzt bereitsteht, Infrastruktur, die kredibel ist, die reguliert ist und die Vertrauen ausstrahlt, sodass auch ein Asset Manager, der Drittgelder bewirtschaftet, mit gutem Gewissen diese Assets einem Drittanbieter geben kann und durch ein Investmentkomitee kommt. Das war auch eine der großen Thesen, die wir gehabt haben in 2017, dass das der größte nächste Schritt ist, und wir haben uns entsprechend auch so aufgestellt. Hier haben wir Themen wie das Fidelity, ein Trading Desk aufbaut, man hört immer mehr, dass auch die Banker bei Goldman Sachs und JP Morgan mittlerweile eine 1-2%ige Allokation ins Portfolio bei ihren Kunden advised, also berät diesbezüglich. Das heißt, es sind Entwicklungen, wären vor einiger Zeit noch nicht nötig, noch nicht vorstellbar gewesen. Dann eine Entwicklung, die auch interessant ist, dass in den letzten Monaten immer mehr auch die CFOs und Treasurers sich dem Thema annehmen. Es gab ein, zwei größere Announcements und mehr, und jetzt ist es quasi im Wochentakt. Natürlich das Prominenteste war Tesla, als Elon Musk und Team quasi 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert haben auf dem Balance Sheet und jetzt auch neu, zumindest aktuell in den USA, Bitcoin als Bezahlmittel für die Teslas annimmt. Das heißt, es sind Entwicklungen, die dann eben zu dieser nächsten, zu den Adoptionsphase stark hervortreiben. Allerdings nehmen wir einen Schritt zurück. Wir haben jetzt einfach so von digitalen Vermögenswerten gesprochen. Was sind denn eigentlich die verschiedenen Token-Arten? Eine ganz einfache Klassifikation hier auf der linken Seite. Man hat zum einen Native Protocol Tokens. Es sind Blockchains. Man kann sich so vorstellen, wenn man die Frage stellt, wen rufe ich denn an, wenn ich mit denen sprechen will, es keine Antwort gibt. Zum Beispiel, man kann nicht eine Bitcoin-Firma anrufen. Es ist ein komplett dezentrales, in Englisch permissionless Plattform, das heißt Protokoll. Das heißt, es wird von Hunderttausenden von Knoten von verschiedenen Parteien betrieben und gehört nicht einer, zwei oder tausend Institutionen. Es ist eben dezentralisiert. Und das Ziel oder die Erfindung hier ist eigentlich, dass man Originale und nicht Kopien, wie zum Beispiel, wenn man eine Twitter-Nachricht an millionenfach kopiert und retweetet, sondern einfach wirkliche Originale, etwas Werthaltiges. Das kann eben ein Bitcoin sein, für andere ist es ein Teil eines Vertrages, kann man über diese Netzwerke, über diese Protokolle einfach übertragen, und zwar von überall auf der Welt, solange man Internetzugang hat. Das ist die eine Kategorie, das ist die Kategorie, die ich vorhin präsentiert habe bezüglich Marktkapitalisierung, das sind diese Tokens. Zweite Kategorie sind die sogenannten Payment Tokens. Bei Signum haben wir zum Beispiel im letzten Jahr einen digitalen Schweizer Franken herausgegeben, einen DCHF,
Warum? Weil wenn man die Vorteile der Blockchain nutzen will, zum Beispiel für die Übertragung von Assets, von Anlagen, sei es zum Beispiel eine tokenisierte Aktie, und dann trotzdem wieder auf das traditionelle Fiat-System sich abstützt für den Geldtransfer, dann verpasst man eigentlich die ganzen Vorteile oder die Vorteile der Blockchain verpuffen, weil man dann wieder nicht ein Zug-um-Zug-Geschäft anbieten kann. Wenn man allerdings auch das Zahlmittel Payment Token eben verwendet, dann kann man wirklich ein Zug-um-Zug-Geschäft ohne Intermediäre durchziehen. Das heißt, innerhalb von ein paar Sekunden wechselt die Aktie, die digitale Aktie und das Geld dann Hand innerhalb dieser Wallets. Dritte Kategorie sind eben die Asset Tokens, wo wir in der Schweiz, ich komme nachher noch dazu, jetzt auch mit dem neuen DLT-Gesetz, wirklich viel guten Vorsprung haben. Hier geht es darum, das sind Tokens mit einem Recht gegenüber einer Gegenpartei, zum Beispiel eine Firma, indem man einen Anteil einer Aktie der Firma hält, die digitalisiert wurde. Das bringt für verschiedenste Vorteile, auf welche ich nachher noch eingehen werde. Aber dies als Grobkategorisierung dieser Asset-Klasse. Jetzt vielleicht spannend für Sie, was heißt das jetzt für ein Businessmodell, zum Beispiel eine Bank oder eine Technologiefirma, wie es die Signum ist, mit Bankenlizenz. Die wichtige Aussage ist eigentlich das Businessmodell an sich und die Umsatztreiber und die Arten der Services, die unterscheiden sich gar nicht so sehr von traditionellen Banken. Im Kern sind auch in dieser Welt noch das Kontenführung und die Verwahrung der Assets, das ist der absolute Kernstück, ohne dass man dies zu 100% im Griff hat, geht gar nichts anderes. Alle Produkte bauen eigentlich auf diese sichere Verwahrung auf. Es ist einfach so, dass es anders als in der traditionellen Fiat-Welt eine komplett neue Infrastruktur dafür benötigt, damit man eben diese sogenannten Private Keys sicher verwahren kann. Und das ist sicherlich ein Thema, wo sich die Banken dann jeweils überlegen müssen, wollen sie das selber aufbauen oder wollen sie mit Partnern zusammenarbeiten. Deswegen sehen Sie hier unten links, das ist auch etwas, was dann eben so eine Kryptobank, wie wir es sind, dann anbieten kann, über ein Sub-Custody-Modul eine White-Labeling-Lösung anderen Banken anzubieten. Um diese Verwahrlösung gibt es dann natürlich die traditionellen Services wie Trading, Brokerage, hier einfach 24/7. Das ist dann nicht 9 bis 5 Montag, Freitag, sondern wirklich 24/7 Service. Der Kryptomarkt schläft nie. Gleich auch natürlich das Asset Management, wo man dann verschiedene Produkte einfach auf diese neuen Anlageklasse aufbaut, sei es Smart Beta Produkte. Wir haben beispielsweise einen Index, der auch auf der SIX gelistet ist, Moon oder Alpha Produkte, Funds of Funds und so weiter. Und auch natürlich Lending, wo man einfach jetzt anders als im traditionellen Lombard-Kreditgeschäft dann als Kollateral, als Sicherheit zum Beispiel eben ein Bitcoin nimmt und dann Fiat Loans spricht. Und der letzte Teil, und darauf möchte ich jetzt eigentlich die restliche Zeit noch fokussieren, ist die Tokenisierung, eben wirklich das Digitalisieren von Werten unterschiedlicher Art. Und hier haben wir in der Schweiz ja gerade vor kurzem einen großen Sprung gemacht, in dem am 1. Februar das neue DLT-Gesetz oder zumindest Teile davon in Kraft getreten sind. Und ich möchte hier ganz kurz illustrieren, was denn eigentlich, ohne jetzt Anwalt zu sein, was denn eigentlich wirklich sich verändert hat, auf ganz einfache Art und Weise. Vor dem neuen DLT-Gesetz hat zum Beispiel eine Signum auch schon tokenisiert. Was man gemacht hat, der Emittent will einen Token rausgeben, eine Security. Man musste dann über ein Vertragswerk quasi den Token an das Recht, das Recht, sei es eine Bucheffekt oder ein Wertrecht, knüpfen und das dann verbinden. Und der Token-Transfer war dann eigentlich, damit ist dann der Transfer des Vermögensrechts dann auch einhergegangen. Es war allerdings auf der rechtlichen Seite, also vielmehr ein rechtliches Thema als ein technologisches Thema. Jetzt mit dem neuen DLT-Gesetz ist es, das Schöne daran ist, dass jetzt der Token das eigentliche Wertpapier ist, in dem eine neue Kategorie von Wertpapieren definiert wurde, sogenannte Register-Wertrechte. Und das macht das ganze Konzept viel einfacher und auch recht sicherer.
es gibt verschiedene Vorteile, damit einhergehen. Und ich weiß, dass es auch kontrovers diskutiert wird. Ich bin auch sicher, dass dann Peter, Luc und ich zu diesem Thema noch uns austauschen werden. Deswegen stelle ich das jetzt einfach hier kurz in den Raum und wir können dann nachher debattieren. Vielleicht zu guter Letzt noch, was jetzt aus unserer Sicht bei Signum so die Themen sind oder die Investitionsverticals, wo wir den größten Nutzen und auch Nachfrage sind. Wir haben uns entschieden, auf vier Themen uns zu fokussieren. Zum einen sind das Designated Venture Capital, das heißt eine neue Art für Jungfirmen, aber erst ab einem gewissen Stadium, jetzt in unserem Fall, im Kapital aufzunehmen. Zweitens Midcap, das sind die klassischen KMUs als Alternative zu ganzen oder partiellen IPOs. Drittens Real Estate und viertens Art and Collectibles, zum Beispiel eben die Tokenisierung einer Weinkollektion, wie wir das gemacht haben, oder kann auch Kunst sein. Das so eine ganz kurze Einordnung und damit gebe ich zurück zu Peter und hoffe, ich war jetzt nicht zu lang. Vielen Dank, Matthias, für diese Einführung. Vielleicht noch etwas Administratives. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, steht natürlich offen, Fragen an die Diskussionsteilnehmer zu richten oder insgesamt an das Plenum zu richten. Sie können dafür diese F&A-Funktion nutzen. Sie können es aber auch in den Chat reinschreiben. Ich würde es dann so halten, sollte eine Frage wirklich alle unter den Nägeln brennen, dann würde ich die vielleicht auch mitten jetzt in der Diskussion aufnehmen. Ansonsten schlage ich vor, dass wir die Q&A-Session an das Ende der eigentlichen Diskussionsrunde stellen. Ich hoffe, dass... Ist für alle okay so? Ja gut, steigen wir ein. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jetzt während des Referats von Matthias Imbach auf den Bitcoin-Kurs geschielt haben. Es ist ziemlich unglaublich, was bei Bitcoin, aber insgesamt in diesem Markt mit digitalen Assets, mit Coins abgeht. Und Bitcoin ist ja das digitale Asset schlechthin. Man spricht von einer exponentiellen Nachfrage bei den spezialisierten Anbietern, wie eben Signum. Wie ist das denn bei der Bank Lind, Luc? Spüren Sie eine erhöhte Kundennachfrage nach Kryptoassets? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir spüren eine starke Zunahme der Interessen von verschiedenen Kundengruppen. Wir sind natürlich primär in der Schweiz tätig, um um den Zürichsee. Und dort hat es natürlich auch sehr viel Crypto Valley und entsprechend auch ein großes Interesse an diesen Themen. Wenn ich aber nachfrage, wie groß im Verhältnis zu den anderen Themen, und ich glaube, das zeigt das Spannungsfeld, ist das im Schnitt ist ein bisschen weniger als 10% aktuell. Also bei gewissen ist es sehr tief, bei gewissen Kundengruppen und bei den Kundenberatern, wenn ich dann nachfrage, es geht bis zu 25%, ein Viertel der Gespräche, wo das Thema aufkommt, natürlich mit den starken Medienberichterstattungen. Das ist das Interesse. Und eine konkrete Frage geht hinsichtlich der Nachfrage. Da muss ich sagen, das ist sehr tief. Gefühlt, wir haben es vorher gesehen, bei Matthias, das Marktvolumen im Vergleich ist vielleicht 1% von den anderen Assets, wenn ich die 2,2 Milliarden anschaue, versus die 200 plus Milliarden. Und das ist sicherlich auch bei der Bank Lind. Bei uns im Kundenstamm ist es tiefer als 1% die aktuelle Investitionsbereitschaft in diese Assets bei unserer Bank zu investieren. Vielleicht das letzte und dritte Punkt dazu. Natürlich gibt es auch einige Investitionen, die dann nicht bei der Bank getätigt werden, sondern dann entsprechend direkt bei den Online-Brokern. Das ist ja auch ein Kanal. Von dem her gesehen sehen wir die Assets nicht. Das ist das Geschäftsfeld von dir, Matthias, wo du natürlich die Tokenisierung ansprichst. Aber das ist die aktuelle Nachfrage aus der jetzigen Perspektive. Wie ist denn die Einstellung der Bank Lind insgesamt zu diesem Thema Digital Assets, Kryptowährungen? Gab es da schon strategische Weichenstellungen?
Ist das ein Thema jetzt bei Ihnen im Anlageausschuss? Gibt es einen Krypto-Desk, speziell schon bei der Bank Lind, mit Leuten, die sich wirklich auch in dem Thema auskennen? Ja, ich glaube, uns geht es wie viele Regionalbanken auch. Das Thema ist schon mehreren Jahren, immer wieder werden wir im Asset Management ein Fokusgebiet, wo wir das analysieren, die Entwicklung, mit auch Papers, die unseren Kundenberatern natürlich zur Verfügung stellen. Und wir haben im Investment Services Bereich haben wir ein spezielles Team, wo ganz spezifische Fragen im Asset Management nachgeht. Und da ist natürlich sehr viel Wissen auch vorhanden. Wir sind aber sicherlich am Anfang einer Reise, wenn man die Entwicklung anschaut von Digital Assets. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen, Matthias Imbach hat es angesprochen, da ist sehr viel Schub jetzt in letzter Zeit in der Schweiz drin. Aber das Zweite, neben den rechtlichen, sind die Infrastrukturthemen. Da ist auch im Aufbau, wir wissen es natürlich von der Sixt dran und andere Anbieter. Und entsprechend beobachten wir das sehr stark, aber wir sind sicherlich nicht eine Bank, deren Geschäftsmodell auf diesen zum jetzigen Zeitpunkt dort investiert. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit den Aktien gibt es schon über 400 Jahre. Und da hat es sehr viele Investitionsmöglichkeiten im Markt und Obligationen natürlich auch eine sehr lange Tradition. Und wir beobachten das, aber es ist natürlich Early Stage und sind froh um die Marktplayer. Wir haben jetzt einen gehört, aber es gibt verschiedene andere, die das vorantreiben. Gut, ich sehe gerade im Chat ist noch eine Frage. Ein Teilnehmer, dessen Leitung unterbrochen war, fragt, wie viel der Kunden effektiv oder wie viel der Assets effektiv in Kryptos bei der Bank Lind investiert sind, welcher Prozentsatz bei einem Interesse von 10%, ich glaube, das waren eben die 1-2%. Deutlich tiefer als 1%. Also man sehen natürlich die Anlagemöglichkeiten, wir haben es gehört vorher von Matthias, dass in der Asset Allocation das immer wie stärker jetzt auch eine Fragestellung ist. Wir kommen vielleicht später darauf ein, im Portfolio-Kontext. Und da diese Themen noch sehr frisch sind, ist natürlich eine höhere Gewichtung nicht die Frage. Und wenn wir 1% nehmen oder 2% Asset Allocation, wenn das zielführend ist, und nur ein kleiner Teil der Kunden investiert, ist entsprechend einiges deutlich tiefer als 1% von den Assets natürlich. Ja. Es gibt ja schon vereinzelte Vermögensverwalter, Privatbanken, die quasi das Anbieten von Kryptobanking in ihre Strategie, in ihr Geschäftsmodell aufgenommen haben. Und manchen dient es der Kundengewinnung. Viele Privatbanken haben das Problem, dass sie eine veraltete Kundenstruktur haben und dass sie eben so ein Offering gezielt nutzen, um an eine jüngere Kundschaft heranzukommen. Eine andere Möglichkeit wäre ja mit Crypto-Assets den Share of Wallet eines Kunden zu erhöhen. Gibt es solche Überlegungen auch bei der Bank Lind? Vielleicht zum eingangs erwähnten ältere Kundschaft, das ist klassisch im Private Banking natürlich und wir in der Schweiz generell haben eine sehr hohe Lebensdauer, von dem her gesehen, ich glaube, das zieht sich durchs Band bei sehr vielen Banken, dass wir dort, wo Vermögenswerte vorhanden sind, die tendenziell natürlich bei der älteren Generation sind. Wenn man das dann in Kombination setzt mit den Volatilitäten, die wir sehen, bei den Crypto-Assets, also insbesondere natürlich bei den Crypto-Currencies zum jetzigen Zeitpunkt, dann zeigt sich, dass diese Anlageklasse natürlich ein sehr interessantes Potenzial natürlich hat, wenn man das von einer taktischen Seite ansieht, aber in der strategischen Asset Allocation, das dann doch auch anspruchsvoll wird mit diesen hohen Schwankungen. Und von dem her gesehen, ich glaube, der Zugang bei den jüngeren Kundschaft merken wir, das Interesse ist deutlich höher. Ob das in die Strategie einer Bank passt, dass man dann entsprechend sagt, ich gehe die Digitalisierungsschiene an und will die jüngeren Kundschaft ansprechen. Ich glaube, wir sehen es jetzt am Beispiel von Signum. Ihr Geschäftsmodell geht auf professionelle Anleger zu, Matthias, wenn ich das richtig verstanden habe. Und von dem her gesehen ist ein Adressieren der jüngeren Kundschaft jetzt für eine Strategie von der Bank Lind muss ins Geschäftsmodell reinpassen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht ein Schwerpunkt.
aber wir beobachten das sehr stark natürlich zum sagen, wo bekommen wir Assets. Matthias Imbach, Hand aufs Herz, wie hoch ist der Anteil von Bitcoin am gegenwärtigen Geschäftsvolumen von Signum? Wir fokussieren uns ja auf digitale Vermögenswerte, das heißt eben Crypto, Stablecoins, Asset Tokens. Ab im Moment ist es sicherlich so, dass die Mehrheit der Transaktionen im Crypto-Bereich stattfinden. Also deutlich über 70% jetzt noch. Und dann innerhalb der Cryptocurrencies, gerade gestern habe ich gelesen, bei Coinbase war gerade der IPO gestern, die haben 45% Bitcoin vom Transaktionsvolumen innerhalb der Cryptocurrencies. Bei uns ist das knapp unter 60%. So ist die. Es ist ganz klar, Bitcoin und Ethereum sind mit Abstand die größten Trading-Volumen laufen darüber. Es gibt ja jetzt immer noch viele Banken, auch in der Schweiz, Anlagekomitees, CIOs, die sagen, Bitcoin ist im Prinzip aufgrund des Chancen-Risiko-Verhältnisses nicht investierbar. Wie sehen Sie das, Herr Imbach? Wie ist das Chancen- und Risikoverhältnis von Bitcoin auch im Vergleich zu anderen digitalen Assets? Die Frage ist, wie definierst du digitale Assets? So wie ich es vorhin definiert habe oder noch weiter? Ja gut. Oder nur innerhalb der Cryptocurrencies? Ja. Innerhalb der Cryptocurrencies. Okay. Auf die Tokenisierung komme ich nachher noch zu sprechen. Okay, ja. Also in den letzten 12 Monaten hat sich aus unserer Sicht gerade das Risikoprofil des Bitcoins signifikant reduziert. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht mehr ein volatiles Asset ist. Es ist und bleibt sicherlich auch in Zukunft von noch ein bisschen länger relativ volatiles Asset. Aber wenn man schaut, was in den letzten 12 Monaten an regulatorischer Sicherheit, aber auch an regulatorischen Clampdowns, also von Spielen, die eben nicht die Regeln eingehalten, passiert ist, zweitens eine signifikante Institutionalisierung das heißt eine Verschiebung vieler Assets hin zu größeren, sei es eben Corporates, sei es sogar auch in einigen Ländern Pensionskassen mittlerweile, sei es große Asset Manager, sei es immer mehr Banken. Das heißt, es ist eine signifikante Professionalisierung, die gerade stattgefunden hat, und Institutionalisierung. Das zusammen mit der Infrastruktur, die immer besser wird, und wir sind ein Beispiel dafür, komplett reguliert, alle Bankenstandards einhalten. Deswegen würde ich sagen, das Risikoprofil des Bitcoins ist signifikant gesunken. Und jetzt aus der Perspektive von mir als Matthias Simbach persönlich, der seit 2012 in dem Bereich sich damit auseinandersetzt, wenn ich jetzt das vergleiche, Bitcoin gegenüber anderen Assets, vielleicht sogar Bitcoin und Ethereum, dann sind die zwei für mich so die Safe Havens. Vielleicht für Sie ist es der Schweizer Franken, für mich ist es jetzt immer mehr der Bitcoin. Aber es sind halt auch, unterschiedliche, wie soll ich sagen, Sichtweisen, und sicherlich auch hat was mit generationsübergreifenden Themen zu tun. Ich möchte jetzt schnell einhaken, Matthias, wenn ich so die 30-Tage Volatilität anschaue, das ist ja deutlich. Früher hat man so in Crash-Zeiten hat man diese Wolle gesehen, zwischen 80 und 100. Aber schön zu sehen, dass man natürlich auch mit einer guten Volatilität gut schlafen kann. Da bin ich froh. Ja, das ist, du machst schon einen wichtigen Punkt. Also das ist nicht Bitcoin ist und bleibt kein Asset, wo man jetzt, wenn man irgendwie Short-Term Liquidity zu einem nicht definierten Zeitpunkt irgendwie braucht, dann ist das nicht die richtige Asset-Klasse. Wenn man ein Risikoprofil hat, wo, okay, ich will einfach über 3 bis 5 Jahre, dann ist das Risiko aus meiner Sicht deutlich tiefer geworden in den letzten 12 Jahren. Wenn man auf Day-to-Day irgendwie plötzlich gerade handeln muss, dann kann man auf keinen Fall Bitcoin ins Portfolio, sollte man auf keinen Fall Bitcoin ins Portfolio nehmen. Und bei uns auch, wenn ich jetzt die Profile unserer Kunden anschaue, im Direktkundenbereich, wir sehen so maximal bei Neueinsteigen sozusagen maximal 5% allokiert wird im Kryptobereich. Ja, vielleicht dort einfach als Ergänzung, was wir merken in den Diskussionen über Krypto, kommt immer wieder die Grundlage, was steht dahinter?
Oder? Also und diese Fragestellung ist natürlich auch schwierig, weil klassische makroökonomische Modelle, die man braucht die ganzen Unternehmensbewertungsmodellen, die wir im normalen Finanzumfeld haben, die ziehen natürlich zu kurz, wenn man diese, ich weiß nicht, ob es eine Asset Class ist, aus meiner Sicht ist es mehr ein Currency-Thema. Und wenn man das anschaut, das gibt natürlich schon auch Fragestellungen, was ist effektiv der Wert dahinter, neben der technologischen Möglichkeit, die unbestritten ist. Oder? Gut, diese Frage, die stellt sich ja eigentlich bei der Tokenisierung weniger, da geht es ja eigentlich um reale Assets, die eben digitalisiert werden. Matthias, du hast das in deinem Eingangsreferat erwähnt, das DLT-Gesetz hat jetzt im Prinzip Tür und Tor geöffnet, Vermögenswerte, reale Vermögenswerte zu tokenisieren. Signum ist dann, glaube ich, auch gerade mit dem 1. Februar hat Signum, glaube ich, ein Produkt lanciert, tokenisierte Qualitäts- oder Weine, ja. Kunstwerke hast du erwähnt, Oldtimer werden auch immer wieder erwähnt. Ich frage mich als potenzieller Anleger und auch Mensch, der gerne mal Wein trinkt, auch das eine oder andere Kunstwerk besitzt, warum soll ich so ein Objekt, an das ich persönlich jetzt doch einige Emotionen auch knüpfe, warum soll ich das in seine digitalen Einzelteile zerlegen und dann so ein Einzelteil kaufen? Ja, also du zerlegst ja nicht das eigentliche Objekt in Einzelteile, sondern man fraktionalisiert die ökonomischen Rechte an diesem realen Asset. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das spannend ist, auch gerade aus emotionaler Sicht. Es gibt viele Leute, die über Jahre ins Museum gehen und Picassos bestaunen, aber nie die Mittel haben oder die Zugänge, ein solches Kunstwerk zu besitzen, aber vielleicht auch an die Wertsteigerung dieses Bildes oder vielleicht auch an Oldtimer-Glauben. Die Tokenisierung mit dem neuen DLT-Gesetz in der Schweiz insbesondere erlaubt es uns genau das zu tun, indem wir diese Assets, in unserem Fall, wir haben das quasi zur Feier des Einführung des DLT-Gesetzes mit einem Portfolio von Wein gemacht, um einfach genau aufzuzeigen, was man tun kann, weil jeder weiß, was ein Wein ist und viele lieben Wein. Was es einem erlaubt, ist eben dieses ökonomische Recht teilbar und einfach handelbar zu machen. Das heißt, innerhalb von Sekunden kaufen zu können. Und gleichzeitig aber, wenn man genügend diese Tokens hält, trotzdem sich dieses Gut auch physisch ausliefern zu lassen. Das heißt, es heißt nicht, dass wenn man einen tokenisierten Wein investiert, dass dieser Wein nie getrunken werden kann. Diese Regeln werden einfach ganz klar festgelegt. Ein weiterer, vielleicht zwei wichtige Punkte, worum es interessant ist für Banken. Man macht damit einen Pool an Assets auf, die vorher oft nicht bankable waren. Das heißt, sie sind nicht als Assets verbucht in der Bank und damit nicht Teil des Vermögensportfolios und auch nicht natürlich des Teils des Vermögens des Kunden, der verwaltet wird und worauf man auch berät. Mit der Tokenisierung dieser Assets kann man auch diese dann als Sicherheit für potenzielle Lombardkredite zum Beispiel verwenden, eine weitere Ertragsquelle. Und nicht zuletzt ergeben sich daraus auch spannende Möglichkeiten, wenn es um den Umgang mit Erbschaften geht. Eine Familie, zwei Söhne müssen sich den Picasso, sage ich jetzt mal wieder, teilen wollen ihn nicht verlieren, aber beide können sich nicht gegenseitig ausbezahlen. Solche Themen. Mir fällt im Punkt der Tokenisierung noch ein, viele sprechen ja davon, dass diese Tokenisierung auch jetzt, sagen wir mal, weniger bemittelten Anlegern die Möglichkeit sich damit bietet, in Privatmärkte zu investieren. Sieht man bei Signum diese Tokenisierung auch als Treiber einer gewissen Demokratisierung der Anlagewelt, wo man ja jetzt heute sagen kann, dass das Anlegen das neue Sparen ist und so im Prinzip auch ganz neue Kundengruppen erschließen kann. Das ist sicherlich das Endziel und auch eine der Themen, die mich persönlich antreiben, eben diesen direkteren Zugang zu Eigentum zu geben und das Wert einfacher und klarer übertragbar ist.
Wir sind allerdings aus meiner Sicht schon noch ein bisschen davon entfernt, dass es jetzt gerade zu einer kompletten Demokratisierung des Anlageuniversums kommt. Die Technologie aber ist dafür sehr geeignet. Wir müssen noch gewisse Themen lösen, die sind auch teilweise technischer Natur, Skalierbarkeitsthemen von insbesondere Public Blockchains. Aber das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Fakt ist, dass es in der Zukunft aus meiner Sicht möglich sein wird, eben 100 Franken in einen Picasso oder 100 Franken in einen Oldtimer zu investieren und somit wird es auch einer breiteren Bevölkerungsschicht Zugang zu solchen Assets geben. Diese Tokenisierung, die ist ja seit spätestens vergangenem Jahr auch auf dem Radar von Private Banking Strategien in der Schweiz erschienen. Es gibt verschiedene Häuser, die sich die Tokenisierung jetzt als strategisches Ziel definiert haben. Luc, was ist deine Meinung zu diesem Thema? Ja, das stimmt. Also wenn wir die Entwicklung ein bisschen im Schweizer Markt anschauen, unsere Mitbewerber, dann sehen wir klassisch, die Private Banking spezialisierten Banken nehmen das Thema sehr, sehr ernst auf. Wir haben das kürzlich auch gesehen heute mit dem Announcement von einem Mitbewerber. Die Großbanken sind eher zurückhaltend in der Schweiz, in Amerika, das sieht ein bisschen anders aus. Und persönlich denke ich, dass die Tokenisierung natürlich für viele Themen, wo rechtlich schwierig sind, also insbesondere, Matthias hat das angesprochen, Erbteilung, ich denke da KMU, wir haben zum Glück in der Schweiz eine sehr große und breite Basis von KMUs, die eine hohe Wertschöpfung auch international sicherstellen, und die Nachfolgethematik ist eines der großen Themen, wie Sie das angehen. Und wenn Sie natürlich ein Aktienkapital haben, dann haben Sie schon eine Art Strukturierung, aber die ist an ganz bestimmte Elemente gebunden, Aktionärsbindungsverträge und diese Themen. Und da gibt es auch für kleinere Firmen, die vielleicht nicht gerade diese Möglichkeiten haben, mit der Tokenisierung Möglichkeiten, die sehr spannend sein können. Aber wie gesagt, wir befinden uns sehr am Anfang dieser Reise, und persönlich gibt es mir dann der Vergleich, wenn ich so will, wenn ich die Nebenbörse in der Schweiz anschaue und dort die Preisbildung auch anschaue und die Bid- und Ask-Spreads und die Liquidität, dann ist die große Frage für mich oder eines der zentralen Elemente, die sich weisen wird, ist, wie wird der Preisbildungsmechanismus in Zukunft zwischen Angebot und Nachfrage sichergestellt? Und das sehen wir konkret in der Nebenbörse, dass wir da den Market Maker haben und das Thema drin hat. Aber das ist ein Thema, wo ich bin nicht so tief drin wie Matthias natürlich, wo das Geschäftsmodell macht. Aber ich glaube, ein Schlüssel neben der rechtlichen und der Infrastrukturthemen muss sein, wie bekomme ich Liquidität in diese Assetklassen rein, sodass es auch einen Wert hat, den man entsprechend in der Asset Allocation, dem Jahresausweis, dem Monatsausweis oder in der täglichen, wenn man seine Asset Allocation anschauen will, dass man dort gute Daten hat. Weil die Datenqualität wird much entscheidend sein für den Erfolg, aus meiner Sicht. Ich denke auch, ich meine, in der Anlageberatung, in Research, Asset Allocation, im Portfolio Management, kommt ja durch diese sich immer mehr ausweitende Dimension von digitalen Assets, also wir reden jetzt allein nur bei den Kryptowährungen von einem Marktvolumen von $2 Billionen, das wird noch immens wachsen. Was für Herausforderungen stellen sich da jetzt effektiv im Private Banking, im Kundengeschäft, aber auch in der Handhabung von der Anlageberatung? Ja, vielleicht die Vorteile vorweg, oder? Ich glaube, eines der großen Elemente ist, dass die 360-Grad-Beratung oder die umfassende Anlageberatung das eine neue Dimension aufmacht, weil man natürlich die klassischen Non-Bankable Assets dort auch entsprechend aufführt und dass eine gesamtheitliche Sicht für die Beratung ein sehr wichtiger Aspekt drin ist. Das ist sicherlich einer der großen Vorteile, diese Tokenisierung bringt, neben diesen Smart Contracts-Möglichkeiten bei zum Beispiel Erbteilung oder KMU-Themen. Auf der anderen Seite, was schwierig ist, ist, der Übersicht zu behalten. Also ich nehme jetzt das Beispiel von dir, Matthias, weil das ein sehr bildliches ist. Die Weintokenisierung
ein spannendes Bereich. Ich konnte es mir dann auch ausliefern lassen. Aber die Frage für den Kunden ist ja dann, welcher Wein, in welchem Weingebiet, welcher Jahrgang, welche Sorte. Die meisten Weinanbauer haben ja verschiedenes zur Auswahl. Und wenn man das dann noch mit den Jahrgängen multipliziert, dann wird doch das ein relativ großes Universum, wo ich dann auch potenziell auswählen kann. Und das ist nur ein Beispiel vom Wein. Und wenn ich dann die Weinschlösser und die Weinreben noch tokenisiere und ich gehe dann weiter in der Wertschöpfungskette, gibt sich da eine sehr große Auswahl. Und für mich stellt sich dann die Frage, kann der Investor bzw. die Bank dann, wie macht sie das clever, dass sie dort gut berät? Und über die Preise haben wir jetzt nicht gesprochen. Momentan sind die Margen noch nicht so im kompetitiven Umfeld, wie wir das in den klassischen Assets sehen, finanziellen Assets. Also da bleiben noch sehr viele Fragen offen. Ich denke, eine spannende Reise persönlich und erinnert mich ein bisschen an die Goldrauschzeiten vor 150, 160 Jahren in Amerika. Da hat sich jeder gefragt, bin ich ein Goldminenbesitzer oder bin ich der Infrastrukturbesitzer, der die Schaufeln bringt oder die Kleider wie Levi's, oder bin ich der Veredler, der das Gold dann macht, oder bin ich der Distributor von Gold? Also ich glaube, da gibt es ganz viele Opportunitäten in diesem Markt, sich zu positionieren. Wir sind eher am Ende als Bank eher und sagen, wir machen die Beratung über das Gold und schauen, ob das Gold Fresnel sind oder Maple Leaf. Ich glaube, das ist so mehr, wenn ich den Vergleich machen darf in dem Bereich. Gut, für Sie nun stellt sich wahrscheinlich auch die Frage, Sie haben in Ihrer Präsentation haben Sie sich so als Universal-Kryptobank dargestellt, die eben über von Lending, Brokerage, Asset Management etc. eigentlich alles anbietet, aber Sie sind ja auch Technologiepartner. Sind Sie auch, wo sehen Sie Signum? Vielleicht, wo wird sich Signum entlang der Wertschöpfungskette von dieser ganzen Blockchain-Technologie, wo wird sich da Signum positionieren? Was meinen Sie? Ja, im Moment ist es so, dass dieses All-in-One-Account, dass man es immer aus einer Hand machen kann, ein großer Wettbewerbsvorteil ist. Nehmen wir das Thema Tokenisierung. Es gab schon vor 2 Jahren sehr gute Technologie-Provider, wo man einen schönen Token sicherstellen lassen konnte, aber dann, wie wird der verwahrt? Wie ist das Reporting? Wo ist das Tax, der Steuerauszug? All diese Themen, gerade in einem neuen Markt, wenn man es nicht aus einer Hand anbieten kann, dann funktioniert es einfach nicht, weil wir sind so schon, sagen wir, eher auf der Pionierseite und nicht am Fast Followen. Das heißt, wir sind im Moment der Weg für uns, einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Deswegen machen wir das auch im Moment so weiter. Natürlich haben wir innerhalb dieses All-in-One-Account machen wir ganz viele strategische Entscheidungen, was wir eben nicht machen, bezüglich auch Target, Zielländern und so weiter. Aber die Frage wird sich sicherlich in 2, 3 Jahren stellen, wird das Segment zum Beispiel im Sub-Custody-Bereich mit Banken, dieser Bereich stark wächst, was im Moment gerade der Fall ist, wird sich für uns die Frage irgendwann mal stellen in ein paar Jahren, macht es noch Sinn, dass wir zum Beispiel direkt Kunden betreuen. Wir haben aber strategisch, und es wurde auch im Verwaltungsrat natürlich immer wieder, wird das wieder angeschaut, entschieden, dass im Moment eigentlich sich ein sich positiv verstärkender Zyklus wird. Also je mehr wir beweisen können, dass im Direktkundenbereich wir Wert schaffen Wert schaffen können, führt das zu mehr Interesse von den Geschäftskunden, also im B2B-Bereich, und das verstärkt sich dann so gegenseitig. Und wir sind, wie gesagt, noch so früh im Markt, dass sich dass der Kuchen halt jetzt noch gerade sehr stark wächst und man dann immer mehr sich spezifischer positioniert, wenn der Kuchen größer ist. Luc, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zu dir kommen. Du hast es ein bisschen angesprochen, wie sich die Banklint positionieren will, aber ich glaube, diese Frage, die stellt sich ja jeder Bank im Prinzip, jeder traditionellen Bank und gerade im Regionalbanken Bereich ist die Kosten-Nutzen-Frage steht natürlich dabei im Vordergrund, weil es sind doch auch Investitionen
notwendig. Wie verlief da die Diskussion innerhalb der Banken bezüglich dieses Themas? Ja, danke, Peter. Gut, es ist eine laufende Diskussion und wir haben dort insbesondere natürlich ein Geschäftsmodellthema und dann ein IT-Strategiethema, wie man das macht. Ich glaube, wenn man das anschaut, wenn man das als Geschäftsmodell macht, so wie Signum das macht, dann ist das eine eigene Positionierung bei Regionalbanken, wie wir das sind, wird die Tokenisierung aus meiner Sicht mit der Zeit ein Standardgut werden, wo in der Asset Allocation Platz hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das IT-technisch, oder? Und die Infrastrukturkosten und momentan das ganze Setup, da gibt es sehr spezialisierte Anbieter, oder? Also wenn ich da denke, es gibt zwei Teile, es gibt das Trading und es gibt das Custody. Ich bin überzeugt, dass das Custody bei allen Banken in irgendeiner Form, ob ich das jetzt selber mache oder externalisiere, mache. Und dann gibt es das Trading. Matthias macht alles aus einer Hand. Es gibt Algo-Trader oder andere spezialisierte Anbieter in der Schweiz, die sehr stark in dem Bereich sind. Und unsere Stärke liegt im Trusted Advisory. Unsere Positionierung ist das klassische Beratungsgeschäft. Und darum muss es ein Teil sein. Ich bin aber der Überzeugung, dass für viele Banken das Outsourcing-Modell oder das White-Labeling-Modell oder wie auch immer, das eine sehr valable Option ist. Dort sind wir im Prozess und beobachten sehr gerne, ob die Entscheidungen sind noch nicht gefallen, wie wir das machen werden in Zukunft. Wir sind auch als Teil der Liechtensteinischen Landesbankgruppe natürlich, wo unser Mehrheitsaktionär ist, eingebunden und auch in einer Gruppenstrategie. Und von dem her gesehen, ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das gibt viele Möglichkeiten. Am Schluss glaube ich, vielleicht Matthias für dich, oder? Am Schluss wird aus meiner Sicht Tokenisierung ein Gut sein, wie die Strukturierung, ob ich das via Fonds mache oder via andere Arten von Elementen mit sehr viel mehr Möglichkeiten. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich ein Differenzierungsfaktor wird sein für die Banken, sondern es wird eine Art, wenn man so will, Investitionsmöglichkeit sein, die ganz viele neue Investitionsmöglichkeiten gibt. Aber für die Wertschöpfungskette der klassischen Bank im Advisory denke ich nicht, dass das einen großen Effekt wird haben. Gut, ich gucke auf die Uhr. Wir sind eigentlich schon über den angekündigten 45 Minuten drüber. Ich würde die Diskussion hiermit beenden, glaube ich, Matthias, oder möchtest du noch etwas ergänzen? Nein, passt. Hat Freude gemacht und ich muss auch wirklich sagen, ich bin mit vielen der Punkte, die Luc eingebracht, auch absolut einverstanden. Also ich glaube, es wird eine lange Reise. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie das jetzt traditionelle Banken sich davor fürchten sollten. Im Gegenteil, sauber analysieren und dann auf die eigene Wertschöpfungskette und die Value Proposition ausgerichtet einen Teil oder ein, zwei Teile davon in die Strategie reinnehmen und dann profitieren. Ich glaube, von einem wachsenden Markt kann der ganze Schweizer Finanzplatz profitieren. Hoffen wir es. Jetzt wäre an und für sich wäre die Kanäle offen für Fragen aus dem Publikum. Ist bisher aber noch nichts geschehen, weder im Chat noch im F&A. Vielleicht warten wir noch ein paar Sekunden. Vielleicht habt ihr aber auch mit euren Statements, mit eurem Diskussionsbeitrag alle offenen Fragen schon beantwortet. Das wäre natürlich super. Ja gut, offenbar sind wirklich keine offenen Fragen geblieben. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, bei Luc und Matthias für die interessante Diskussion und bei Björn für die Möglichkeit, diesen Roundtable, diesen Branchentalk moderieren zu dürfen. Und ich sage Ihnen dann auch vielen Dank für Ihr Interesse und gebe das Schlusswort dann nochmal an Björn. Ja, vielen Dank, Peter, für die tolle Moderation und auch vielen Dank an Luc und an Matthias für die spannenden Inputs. Und ich bin sicher, dass wir
wirklich am Anfang einer Reise stehen und auch am Anfang von Diskussionen. Deswegen gab es jetzt möglicherweise auch noch nicht ganz so viele Fragen, die gestellt worden sind. Wir haben auch die Möglichkeit, weitere Fragen in den nächsten Wochen und Monaten wieder zu beantworten, zum Beispiel an unserem nächsten Zoom-Talk am 20. Mai, wo Alain Kunz und Desiree Wellauer konkret über Anlageprodukte auch sprechen werden und über Strategien, wie man Digital Assets als Retailbank verkauft. Und natürlich am 8. Juni, wo wir uns dann hoffentlich alle physisch sehen, wo dann Frau Andrea Mechler von der Schweizerischen Nationalbank über digitale Vermögenswerte und wie Blockchain-Token und Kryptowährungen das Finanzsystem verändern werden, sprechen wird. Dort treffen wir dann auch wieder Matthias Imbach, der mit Frau Mechler und Maria-Theresa Wackerli über diese Themen diskutieren wird. Und ich würde mich sehr freuen, Sie am 20. Mai und auch am 8. Juni dann gesund wiedersehen zu können. Vielen Dank an die Diskussionsteilnehmer, an unsere Partner und natürlich an Sie als Zuschauer, Zuhörer bei unserem ersten Zoom-Talk von Branchentalk Banken. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns auf irgendeinem Weg, elektronisch oder per Telefon. Und wir versuchen, die Sachen zu beantworten. Morgen finden Sie auch bei uns auf der Website Schweizer Aktiennet die Aufzeichnung von diesem Talk und einen kurzen Beitrag dazu. Darf mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, wünsche Ihnen vor allen Dingen noch einen schönen Abend und auch bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.